den Top 100 Video, aber weil ich nicht so sehr in die Tiefe gehen werde, sondern auch noch über ein paar andere Themen gestolpert bin, die ich kurz mit dir teilen möchte, nicht ganz so tiefgehend. Ja, vielleicht gleich zu Anfang. Es gibt hier ein Projekt, was Bitcoin-NFTs erzeugt, und zwar aus den Pomelo Astronauts auf EOS. Und alles, was man dazu tun muss, ist ein dieser, ich glaube, es gibt 1000 Stück davon, von den EOS Pomelo Astronauts, einen hier über die Webseite quasi virtuell an eine Ordinals BECH32 Adresse zu schicken. Ja, und so wie ich das erfahren habe, gibt es dann 100 Glückliche, die bekommen dann im Prinzip ein Ordinals NFT. Das Ganze wird so in 14 Tagen stattfinden. Es ist noch nicht ganz klar entschieden, ob die NFTs auf EOS dann geburnt werden oder ob man die wiederbekommt, dann am Ende also zwei NFTs hat und dann im Prinzip dann das Astronaut-NFT dann auf beiden Chains vorhanden ist. Also ich halte beide Varianten für legitim. Ja, und wer so ein Astronaut hätte und ihm auch beide Varianten gefallen und er so auf diese Art ein besonderes Ordinary NFT auf seine Wallet haben möchte, der ist ja eingeladen, das zu tun. Ja, dann ganz allgemein hier auf den AI und Big Data Token. Da sieht man hier in dem Ranking of CoinMarketCap, dass The Graph gefolgt von SingularityNet. Und dann sehen wir schon Render Token und Oasis Fetch AI. Das ist so ein bisschen Ocean Protocol, ist so ein bisschen nach unten gerutscht und Injection kommt langsam hoch. Ja, das nur so am Rande. Ja, im Moment zieht ja Bitcoin so ein bisschen auch die Altcoins ganz langsam hinterher. Und man sieht aber, dass Singularity.net und The Graph, dass da gerade das meiste Potenzial drin steckt. Ja, zu den Top 3 100, was ist da neu? Wie schon gesagt, ich führe hier eine Liste, was eben guckt, welche, was hat sich dann in den letzten 4 Wochen verändert. Und aufgefallen ist mir hier Magic, Casper und Mask sind hier hochgegangen. Ja, bei Magic, da handelt es sich um einen Token, der hier das Thema Metaverse und Spiele aufgreift, also eigentlich auf Ethereum, aber skaliert auf Arbitrum. Und da gibt es also mittlerweile ein Ökosystem von Spielen, die alle irgendwie mit diesem Magic-Token interagieren. Und hier ein kleiner Trailer von einem dieser Spiele. Ja, also relativ aufwendige, gut gemachte Grafik. Ja, da wer sich also für das Thema für den kommenden Bullrun, für das Thema Metaverse interessiert, der kann da mal auf Magic einen Blick werfen. Ja, dann haben wir Casper. Ja, bei Casper, da findet man auf der Webseite gar nicht so klar, was die eigentlich machen. Es handelt sich um eine öffentliche Smart Contract Plattform. Ja, die eben dann die Möglichkeit gibt, Creatoren, Communities und Businesses eben Trust und Integrität zu verleihen. Das ist relativ natürlich allgemein. Das trifft auf alle Smart Contract Plattformen zu. Ich lese hier was von Wasm, Decentralized, Proof of Stake. Ja, ich muss wirklich sagen, es gibt wenig Informationen darüber, was Casper hier eigentlich macht. Also irgendwie wollen die nichts und alles machen. Ganz kurz, wenn ich hier auf das Team gucke, sehe ich eine ganz bunte Mischung an verschiedenen Leuten, offensichtlich aus verschiedensten Regionen der Welt. Wenn ich hier irgendwie auf Concepts mal rumklicke, dann sehe ich hier komplexere Programmierlogiken erwähnt. Rust Assembly Script, JavaScript, Python, ja, gut. Offensichtlich eine Entwicklerdokumentation, aber jetzt man stolpert jetzt nicht spontan über Beispiele, was Casper jetzt eigentlich tatsächlich tut und welche Projekte da tatsächlich drauf gelaufen sind. Ich sehe hier nichts von einem Blog-Producer. Ja, also jetzt kann ich im Prinzip nur sagen, Casper ist neu in den Top 100
Und wer sich für das Projekt interessiert und schauen will, was ist das für eine Smart Contract Entwicklungsplattform, hat die Potenzial, bitte selber nochmal kurz reinschauen. Ja, und das dritte Projekt, das ist MASC. Ja, das ist relativ einfach erklärt, was die machen. Die entwickeln ein Browser-Plugin, mit dem sie auf Facebook und Twitter dann eben über kryptografische Verschlüsselung, über Web3-Technologien eben eine End-zu-End-Verschlüsselung und Kommunikation bereitstellen. Das ist ja sowieso etwas, was ich mich schon lange gefragt habe, warum man eben die kryptografische Natur vieler Kryptoprojekte nicht benutzt, um eben in den Wallets auch ein Nachrichten-Messenger-System einzubauen. Gut, das On-Chain jetzt einzubringen, ja, in einer Blockchain, die versucht, digitale Werte dezentral zu verteilen, ist natürlich ein etwas anderer Use Case. Ja, aber mit dieser Idee eben Web3 zur Nachrichtenverschlüsselung auf Facebook und Twitter und anderen Social Media Geschichten, das damit zu verknüpfen. Damit sind sie in die Top 100 gekommen diese Woche. Ja, was haben wir noch? Wir können mal einen Blick kurz auf die Ordinals gucken. Das ist auch interessant. Da sehe ich, dass hier der dass sich die das Ranking hier auf ordinalswallet.com auf dem Marktplatz hier so ein bisschen verändert hat. Also ein neues Projekt ist zum Beispiel BTC Virus geworden. Dann BTC Machines sind jetzt über ein Zehntel Bitcoin zu haben. Auch ein altes Projekt hier unter 100k. Bitcoin Frogs sind ja auch so, und obwohl die Mint-Zahlen hier schon zwischen 380.000 und 412 liegen, ja, ist gerade am Steigen. Dogepunks habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen. Ja, und meine geliebten Bitcoin-Mangs, ja, die sind so ein bisschen mit 0,0019 Satoshis hier so ein bisschen am Rumdümpeln. Interessant ist hier diese Kategorie Sub 10k und Sub 100k. Da sieht man, dass man also für den günstigsten kleiner als 100.000 Inscription-ID, NFT, also egal was, 0,0032 Bitcoin bezahlen muss. Das sind 67 € zurzeit. Und wenn man tatsächlich in der glücklichen Lage ist, ich gehöre da leider nicht dazu, ein Sub 10K zu besitzen, 0,139. Da gucken wir mal. 0,139, 292 € kostet das günstigste, kleiner als Inscription Number 10.000 NFT. Ja, das wollte ich kurz mit dir teilen. Ansonsten, ja, interessant ist natürlich gerade, was in der Bankenwelt so los ist. Aber das ist definitiv noch ein anderes Thema. Inwieweit würde sich jetzt eine kommende Bankenkrise eben auf Bitcoin und alle anderen Kryptoprojekte auswirken? 2008 hatten wir das letzte Mal eine große Bankenkrise. Ist das alles jetzt quasi eine kontrollierte Sprengung des Systems mit dem Ziel, Zentralbankwährungen und CBDCs eben nach einer großen flächendeckenden Zerstörung vieler Wirtschaftsbereiche und gerade der kleineren Banken dafür einen Anreiz zu schaffen? Oder ist tatsächlich die Fed und die Zentralbanken, sind die in einer echten Zwickmühle, ob sie jetzt ja, Geld drucken und die Banken retten oder die Inflation eindämmen? Ja, letztendlich wird es hier nichts anderes übrig bleiben, als irgendwo einen Kompromiss zu finden. Aber was bedeutet das für Krypto? Ist das gut oder schlecht? Da ja, habe ich noch keine abschließende Meinung. Generell kann gesagt werden, ich tendiere eher zu positiv, denn im Bitcoin Genesis Block hat ja Satoshi Nakamoto eben auf einen Bankenbailout hingewiesen. Und ja, damals in der Wirtschaftskrise 2008 gab es im Prinzip ja, noch gar keine Kryptoalternative. Da gab es nur Gold und Silber.
als Anlageprozesse, aber es gab auch eben eine Phase, wo eben sehr schnell eben Liquidität gebraucht wurde in Dollar, in Cash, wo alle Märkte bis auf Dollar Cash runtergezogen sind. Also es kann durchaus auch sein, dass ein Szenario eintritt, wenn es den Banken nicht gut geht, dass eben viele Organisationen und Leute Cash brauchen. Andererseits, wenn natürlich für die ganzen Bankenrettungen jetzt wieder die Gelddruckmaschinen angeworfen werden, dann, um Geld eben in die Märkte zu pumpen, dann wird natürlich auch ein bisschen davon in Krypto reinschwappen. Also vielleicht einen kleinen Rückgang der Kurse gefolgt von von dem Start eines neuen Bullenmarktes. Aber dazu nur ganz grob ein paar Gedanken, die ich jetzt an dieser Stelle mit dir teilen kann. Da habe ich noch keine abschließende Meinung. Das alles ist sehr jung und die Nachrichten überschlagen sich. Aber nochmal Fazit. Jetzt haben wir die Technologie, jetzt haben wir Bitcoin und Krypto Alternativen, nicht nur als Store of Value, sondern eben auch um ja, Bezahlprozesse eben zwischen den ohne Vertrauensintermediäre zu ermöglichen. Ich kann Bitcoins ohne Zentralbanken, die eventuell mein Geld nicht weiterleiten oder wo mein Geld ja in die Insolvenzmasse eingeht, weiterleiten. Das ist eine Technologie, die hatte ich vorher noch nicht. Und mit Gold und physischen Edelmetallen ist das schwierig, insbesondere wenn ich weltweit handeln möchte. Ja, und deshalb ist das auf jeden Fall eine neue Situation. Und ja, und die Frage, ob sich Bitcoin dann tatsächlich in einem Umfeld, wo es das erste Mal wirklich zeigen kann, wofür es gemacht wird, beweisen kann. Ja, dazu ist man natürlich schnell geneigt, eben zu sagen, okay, das wirkt sich auf jeden Fall positiv aus, zumindest, dass der Bullrun jetzt starten wird. Aber eine abschließende Meinung habe ich mir noch nicht gebildet. Ja, das soll es zum heutigen Update gewesen sein. Ich hoffe, das kurze Video hat dir gefallen. Lass doch bitte ein Like und ein Abo da. Und ja, dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Mach es gut.